Hallo, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Maria. Ich zeige heute, wie ich Synths recorde. Und ja, jetzt geht's ums Recording und ein paar Überlegungen dazu auf den Synth. Und zwar, wir haben als Beispiel heute den Song Dead Weight von Nicki Cameo. Und die Melodie ist zum Beispiel, also wenn ich die jetzt nachspiele. Und dann habe ich zum Beispiel die Regel, also nicht immer, aber bei ganz vielen Songs funktioniert es, mir zu überlegen, was ist der höchste Ton in einer Phrase. Und das ist zum Beispiel hier das E. Über das geht es eigentlich nie hinaus. Und dann versuche ich auch, die Akkorde so zu legen, dass die auch nicht darüber hinausgehen, sondern auch der höchste Ton der Akkorde zum Beispiel dieses E ist. Und versuche zu variieren in den Akkordumkehrungen. Also vielleicht nicht einfach gleich zufrieden gehen mit immer nur Grundstellungen, sondern wirklich in den Umkehrungen herumzuprobieren, bis es einen Zusammenhang hat mit dem Songwriting, der das bestmöglich unterstützt und davon beeinflusst ist. Und ja, das ist die Melodie. Und da lege ich jetzt mal die Akkorde runter. Genau, und das ist eine gute Strategie, um mal zu beginnen, die Melodie mitzuspielen und die passende Akkordumkehrung dazu zu finden. Und ich habe auch festgestellt, dass ein Teil in einem Song gibt im Songwriting, das ist der Pre-Chorus, wo sich doch irgendeine Spannung lang aufbaut und danach übergeht in einen breiteren Chorus. Und auch das kannst du in der Akkordfindung super gut unterstützen, mit zum Beispiel Tensions, Filterbewegungen. Kurz mal zum Zeigen, wie es klingen wird, wenn ich einfach nur Akkorde in Grundstellungen drüber lege. Das wäre dann so. Genau, und was ich jetzt gemacht habe, ist Septen hinzuzufügen und Umkehrungen. Im C ein Major 7 dazu. Im A-Moll eine Sept dazu, dann im G an die Quint im Bass zu nehmen und langsam auch den Filter aufzudrehen. Ich zeige euch das mal, wie das jetzt mit den Tensions klingt. Ich zeige, wie ich die Synths gemacht habe im Chorus. Und zwar machen wir es bei Nicki Cameo ganz oft so, dass wir zweimal die Synths für Mono aufnehmen je und dann eine links und dann eine rechts legen. Und bei einer probieren am Hardware-Synth verschiedene Bewegungen mitzumachen. Und zwar haben wir hier einen Synth-Sound, eine Saw-Wave, eine zweite Saw-Wave. Und noch eine Super-Saw, also drei Saws eigentlich übereinander, wobei ich auch immer darauf schaue, dass einer leicht gedetuned ist, um ein bisschen mehr Weite zu bekommen. Okay, und dann recorden wir den Chorus einmal Mono. Ich lege diese Spur dann nach links und mache dasselbe nochmal eine Monoaufnahme und lege diese dann nach rechts und versuche dabei gleichzeitig Bewegungen am Synth mit aufzunehmen. Damit meine ich zum Beispiel Pitch-Bewegungen. Wenn wir uns das jetzt alleine anhören. Und
und in Kombi, also zweimal Mono, je auf einer Seite. Und ich mache jetzt eine Stereo-Spur damit, Command J, Stereo. Und jetzt geht's weiter mit der Bearbeitung. Ich habe hier einen kurzen Channel-Strip vorbereitet. Und zwar, ich beginne mal zu EQen, den Fab-Filter Pro Q. Versuche ich ein bisschen Höhen rauszunehmen, hier an den Spitzen ein bisschen wieder anzuheben, aber hier so zwischen 2 und 10k doch irgendwie was rauszunehmen. Und ein bisschen die tiefen Mitten anheben. Dann geht's weiter. Um einen schöneren Charakter im Sound zu schaffen, spiele ich viel mit Verzerrern, und zwar hier den Saturn. Was ich hier ganz gern mache, ist zu teilen und wirklich nur die Höhen zu verzerren, also hier raufzuziehen. Also das ist ohne. Nochmal ein bisschen Q, genau hier mal. Und ja, einer meiner Lieblingszerrungen, Decapitator. Und super cool, Tape dazu. Das Ganze noch compressen mit Logic Compressor. Und ganz cooles Plugin, ein Imager, wo man die Höhen auseinanderziehen kann. Im Vergleich. Genau, und noch Raum drauf und ein Valhalla Vintage. Und dann, was wir ganz oft machen, ist den Raum dann sidechainen auf die Drums, damit das in Bewegung mit den Drums mitgeht. Und das Ganze, ich zeige es einmal kurz ohne Plugins. Und mit den restlichen Tracks. Über das drüber gibt es am Ende im letzten Chorus einen Trome-Sound mit Prophet. Zwei Saws, einen leicht getuned. Und auch hier versuche ich, während ich recorde, Filzerbewegungen mitzumachen, einen dieser zwei Oszillatoren etwas zu verstimmen. Und genau, ich zeige es euch einfach mal. Und dann dritter Synth, den es noch gibt, ist dieses Riff hier. Das war ursprünglich nur eine Gitarre. Die ging so. Das war uns irgendwie noch ein bisschen zu dünn. Wir haben dann meine Stimme drüber gelayert und gepitcht. Die zwei in Kombi. Und dann
gab es noch die Idee, einen Mellotron drunter zu legen, und zwar mit diesem Sound hier. Und den recall ich jetzt noch als dritten Teil drüber als letztes Layering. Genau, that's it. Im nächsten Video zeige ich kurz, wie ich das live mache mit diesen drei Geräten.